Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie mit ein wenig Verspätung am heutigen Nachmittag des Weltdiabetestages 2022. Mein Thema heute lautet Diabetes frühzeitig erkennen. Mein Name ist Marion Bilke. Ich bin seit ca. 2,5 Jahren als Diabetesberaterin hier im Hause tätig. Und ich möchte einmal auf das Motto des diesjährigen Weltdiabetestages hinweisen. Das Motto lautet nämlich unerkannt unterwegs. Und da zeige ich Ihnen mal zunächst ein bekanntes Gesicht. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich den Udo Walz, den Starfriseur, der als Botschafter der Aufklärungskampagne des Diabetes tätig war im Jahr 2016. Jeder kennt sein Gesicht. Unerkannt unterwegs war seinerzeit eines der erfolgreichsten Diabeteskampagnen Deutschlands. Und man sieht oben auf der Brille, hoppala, nochmal zurück, steht 2 Millionen Menschen in Deutschland haben Diabetes, ohne es zu wissen. Und da habe ich mir gedacht, mein heutiges Thema, wie erkenne ich den Diabetes überhaupt frühzeitig? Noch ein paar Worte zu Udo Walz. Er verstarb im November 2022 leider an den Folgen seines langjährig bekannten Diabetes mellitus. Okay, zunächst einmal fragen wir uns, welche Diabetestypen unterscheiden wir? Da gibt es einmal den Typ 1 Diabetes, die frühere Bezeichnung war juveniler Diabetes, also jugendlicher Diabetes, weil bei dieser Diabetesform hauptsächlich Kinder und Jugendliche erkranken. Aber die Altersgrenze nach oben ist uneingeschränkt, weshalb juvenil nicht unbedingt passt. Man kann auch bis ins hohe Lebensalter einen Typ 1 Diabetes entwickeln. Häufiger ist es allerdings im Kindes- und Jugendalter. So, wie merke ich das? Also der Typ 1 Diabetes fällt auf. Die Patienten haben meistens Durst, müssen häufig Wasser lassen, nehmen häufig an Körpergewicht ab. Es gibt Konzentrationsstörungen, Müdigkeit und Eltern merken das häufig, dass die Schulleistungen der Kinder nachlassen. Die Ursache ist bis heute nicht ganz geklärt. Man weiß, dass das eine Autoimmunerkrankung ist, die Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört. Also wenn 80% der insulinproduzierenden Zellen nicht mehr funktionieren, erst dann tritt der Diabetes in Erscheinung mit den oben genannten Symptomen, die ich hier aufgelistet habe. Auch da gibt es in Deutschland, vor allem in Bayern und einigen anderen Bundesländern, die sogenannte FRIDA-Studie. Das heißt, da können Eltern freiwillig, auf freiwilliger Basis, die Kinder untersuchen lassen. Man kann eine Antikörperfrühbestimmung machen lassen, um dann, falls der positiv ausfallen sollte, der Test, dass man dann weiß, was passieren kann, damit man vorgewarnt ist. Es kann natürlich auch viele Ängste schüren. Okay, demgegenüber steht der Diabetes Typ 2, wo die Erkrankungshäufigkeit viel, viel ausgeprägter ist. In Deutschland haben wir ca. 8,5 bis 9 Millionen Typ 2 Diabetiker, wo die Zahl der Typ 1 Diabetiker sich auf 370.000 beläuft. Also Sie sehen, im Vordergrund steht der Typ 2 Diabetes, frühere Bezeichnung war Altersdiabetes, das passt leider auch nicht, weil die Menschen tatsächlich immer jünger werden. Wir haben auch 28, 30, 40-Jährige, die schon den früher als Altersdiabetes bezeichneten Erkrankung durchgemacht haben. Woran erkenne ich den Typ 2 Diabetes? Das ist nämlich das Heimtückische an der ganzen Sache. Man merkt es nicht. Es tut nichts weh, man hat nicht die klassischen Symptome, er verläuft häufig beschwerdearm und wird vererbt. Und zusätzlich finden wir häufig auch Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung oder auch hohe Harnsäurewerte fallen auf. Jetzt gucken wir uns mal Deutschland im Vergleich weltweit an, wie viele Erkrankungen wir haben. Da liegen wir hier unten mit 8,3% noch ganz gut. Wenn wir jetzt mal ein anderes europäisches Land uns rauspicken, Portugal ist schon hier verzeichnet mit 9,8%, die Türkei mit 12,1% und ganz oben federführend haben wir Mexiko mit 13,1%. Und da ist immer noch Luft nach oben, also es erkranken
jedes Jahr immer mehr Menschen weltweit an Typ-2-Diabetes. Typ 1 auch, aber eben geringer. Das ist die Verteilung in Deutschland. Das heißt, mit zunehmendem Alter steigt auch die Wahrscheinlichkeit, an Diabetes zu erkranken. Und komischerweise, hier ab 85 wird es von der Prozentzahl her weniger. Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen, wohingegen Männer etwas häufiger betroffen sind als Frauen. Okay, warum ist es so wichtig, den Diabetes frühzeitig zu kennen, nämlich erkennen, um Folgeschäden zu vermeiden? Ich habe Ihnen mal hier so eine Schablone mitgebracht. Da oben steht der Herzinfarkt, Schlaganfall. Das sind alles Erkrankungen, die dem einen oder anderen vielleicht geläufig sind. Hier haben wir die periphere Neuropathie, das ist die Nervenstörung an den Füßen, wo Dr. Wadali gleich noch einen schönen Vortrag zuhält. Das diabetische Fußsyndrom, die PAVK, diese drei Sachen, die gehören zusammen. Dann haben wir noch Probleme mit den Nieren, verschiedenste Augenerkrankungen. Und das ist eben das Heimtückische. Der Diabetes Typ 2 macht keine Symptome, aber die Folgeerkrankungen sind das Heimtückische an der Sache. Jetzt habe ich Ihnen noch mal so eine Folie mitgebracht, wie häufig das in Deutschland vorkommt. Also alle 90 Minuten haben wir einen neu erblindeten Diabetespatienten zu verzeichnen. Alle 60 Minuten kommt ein neuer dialysepflichtiger Patient dazu. Alle 19 Minuten wird eine Amputation durchgeführt. Alle 19 Minuten entsteht ein Herzinfarkt. Alle 12 Minuten ein Schlaganfall auf der Basis eines Diabetes. So, und wenn man sich mal die Evolution des Menschen anguckt, vom Affen zum Jäger und Sammler, ist, glaube ich, jedem schon mal gezeigt worden, das Bild. Und das ist der heutige Typ-2-Diabetiker. Adipös, hat ordentlich Übergewicht, weil er bewegt sich nicht und die Überernährung ist schuld an der ganzen Sache. Und wenn man darum weiß, muss man halt versuchen, an diesen Symptomen zu arbeiten. Also die Ernährungsumstellung ist auf der einen Seite die beste Prophylaxe und auch der erste Therapieansatz überhaupt, wenn Diabetes Typ 2 festgestellt wird. Die Ernährungspyramide dürfte den meisten von Ihnen geläufig sein. Ich habe noch mal so ein paar Schlagworte nebenan aufgeführt, wie so eine gesunde Ernährung überhaupt aussehen soll. Da haben wir einmal 5 am Tag, also 5 handgroße Portionen Gemüse und Obst sollen verzehrt werden. Fisch ist sehr gesund, Nüsse enthalten hochwertige Fette, Hülsenfrüchte sollen viel verzehrt werden. Die mediterrane Kost, um da einfach mal so ein paar Dinge zu nennen. Auf der zweiten Säule befindet sich die körperliche Aktivität. Das wäre die zweite Basis, um Diabetes zu vermeiden, aber auch der erste Therapieansatz an sich. In Deutschland bewegen sich die Menschen immer mehr, also Sport ist stark im Trend und trotzdem schaffen es die meisten nicht, die Empfehlung der WHO, nämlich sich 2,5 Stunden in der Woche zu bewegen, das durchzusetzen. Aber hier liegt die Chance des Typ-2-Diabetes. Durch Lebensstiländerung, durch Gewichtsverlust, durch mehr Bewegung lässt sich der Typ-2-Diabetes tatsächlich rückgängig machen. Ja, das nächste Problem ist das Rauchen. Das ist zwar nicht verantwortlich dafür, dass mehr Menschen Diabetes haben, aber wenn man sich jetzt vorstellt, man hat schon Diabetes und raucht noch oben rein, ist das nochmal eine zusätzliche Belastung für das Herz-Kreislauf-System, für unsere Gefäße. Und in Deutschland rauchen tatsächlich immer noch 25% der Menschen. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie Schweden mit 7% oder auch Übersee mit den USA, da rauchen 14% der Bevölkerung, liegen wir in Deutschland noch ziemlich hoch. Also da ist Raucherentwöhnung dringend empfohlen. Also mein Fazit des heutigen Vortrags ist, lassen Sie sich regelmäßig, falls kein Diabetes bisher bekannt ist, bei Ihrem Hausarzt durchchecken. Geben Sie es weiter an Familie, an Freunde. Wichtig sind auch Aufklärungskampagnen, so wie hier. Ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Ne, dass man einfach guckt, was kann ich alles mitnehmen, wo kann ich mich informieren.
Ich habe noch mal was mitgebracht. Das müssen Sie sich jetzt nicht merken. Das ist so ein bisschen Zukunftsmusik, weil nicht jeder Typ-2-Diabetiker sieht aus wie der Mann hier in der Zeichnung. Da hat man nämlich gesehen, da müsste man vielleicht überlegen, ob es nicht eine andere Einteilung gibt der Diabetesform. Hier oben haben wir den alten Typ-1-Diabetes. Das sind so englische Bezeichnungen. Aber für den Typ-2 hat man sich vier weitere Kategorien überlegt, weil nicht alle haben extremes Übergewicht. Es gibt auch durchaus schlankere und die, die den klassischen Altersdiabetes haben. Vielleicht wird diese Form kommen. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, aber dann haben Sie schon mal davon gehört. Okay, das war's heute meinerseits. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und übergebe gleich An an mich. Professor An Weidemann, hätte ich mich, jetzt fast vergessen, mit Fragen. Ja, Frau Brücke, vielen Dank. Bleiben Sie mal sitzen. Ich finde es ja, muss man ganz ehrlich sagen, ich hätte es mir nie vorstellen können, pro Stunde ein Patient mehr dialysepflichtig. Das ist unglaublich viel. Wenn man sich mal überlegt, wie viel Aufwand es ist für so einen dialysepflichtigen Patienten und das nur wegen dem Diabetes. Also das ist, glaube ich, ein Grund mehr, dass man sich damit beschäftigt und dass man ihn auch früh erkennt. Und Sie haben ja auch schon gesagt, es ist schwierig, es früh zu erkennen, ne? Ich habe eine Frage, aber vielleicht bevor ich eine Frage stelle, gibt es Fragen hier aus dem Publikum? Sehr schön. So Ja, ich können muss die was. Fragen wiederholen, damit man sie auch im Chat hört, ne? Also Herr Bischoff kenne ich auch gut. Herzlich willkommen hier. Er hat gesagt, er hat zwei so mobile, die über Land fahren und mit denen man dann den Diabetes frühzeitig erkennen kann, wo man Tests machen kann. Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Und ich glaube, Sie haben wahrscheinlich auch schon viele Patienten dadurch Zufall entdeckt, könnte ich mir vorstellen, ne? Meine Frage ist so ein bisschen, wenn ich jetzt Diabetespatient bin und was sind denn so die ersten Symptome, wo ich unter Umständen denken muss, oh, das könnte vielleicht in Richtung Diabetes gehen? Gibt es da irgendetwas, wo Sie sagen, Mensch, wenn das auftritt, dann muss man vielleicht auch mal dran denken, dass ich eine Diabeteserkrankung habe? Ja, da gibt es mehrere Hinweise. Also wenn jetzt ein Patient bei uns stationär ist, hat bisher noch nichts gewusst von seinem Diabetes und wir sehen, weil ja routinemäßig bei uns der Langzeitzucker, der sogenannte HbA1c bestimmt wird, dass da irgendetwas auffällig ist, dann können wir auch noch den Zuckerbelastungstest durchführen. Dann wissen wir genau, ist das eine Vorstufe des Diabetes oder hat er schon manifest den Diabetes. Aber ich glaube, Sie meinen eher die Symptome. Ja. Ja, dass, wie gesagt, der Typ-2-Diabetes, der hat eben nicht so ausgeprägte Symptome. Was wir vielleicht kennen, ist Durst, häufiges Wasserlassen, Gewichtsabnahme. Das findet man tatsächlich beim Diabetes Typ 2 weniger. Ne, das ist dann vielleicht schon, wenn er ziemlich ausgemergelt ist, dann hat er vielleicht Symptome. Aber das sind eigentlich die klassischen Symptome des Typ-1-Diabetes. Ja, es ist schwierig und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, das haben Sie ja auch gerade gesagt, einmal im Jahr zum Hausarzt zu gehen, einen Check-up zu machen. Und ab einem gewissen Alter wird sicherlich bei so einem Check-up auch mal der HbA1c mitgemacht, um zu schauen, ob es der Langzeitwert schon erhöht ist, das dann für den Diabetes sprechen würde. Ganz genau. Gut, gibt es noch weitere Fragen hier? Ja, da hinten bitte. Gute Frage, ich wiederhole. Also der Kollege fragt, ob sich Diabetes auch in der Haut bemerkbar macht, ob man es vielleicht sehen kann mit roten Flecken. Ich weiß nicht, Ja, also da gibt es verschiedenste dermatologische Erkrankungen, starker Juckreiz, Pilzinfektion, ohne dass man den klassischen Durst und so weiter und Gewichtsabnahme spürt. Aber es können auch mal anfangs Symptome, die man erst gar nicht direkt mit dem Diabetes verbindet, auftreten. Irgendwelche Mykosen, also Pilzerkrankungen, juckende, trockene Haut, die Füße werden trockener unter Umständen. Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Antwort. Und es ist wie oft in der Medizin so, man kann jetzt nicht sagen, ich sehe irgendetwas und es ist die und die Erkrankung, sondern es ist genau andersrum. Ich sage, ich sehe irgendwas, ich beobachte etwas und ich brauche dann mal meinen Hausarzt, der mich durchcheckt, um zu schauen, was vielleicht dahinter steckt. Und vielleicht ist es dann in letzter Instanz auch ein Diabetes. Ne? Ich muss die Frage Ach so, wiederholen für Entschuldigung. das Internet. Er muss oft Wasser lassen, das Typ-2-Diabetiker muss oft Wasser lassen und die Frage ist, ob man dagegen was machen kann. Also da muss man natürlich gucken, wie hoch Ihre Zuckerwerte sind, ob Sie vielleicht unter Umständen Insulin benötigen oder ob ein Harnwegsinfekt dahinter steckt. Das kann natürlich auch zu häufigen Wasserlassen führen, der dann behandelt werden muss. Das kann ich jetzt so nicht sagen, was dahinter steckt. Sie nehmen Tabletten. Dann kann es unter Umständen sein, nehmen Sie Jardiance ein oder Forxiga.
Wilmetia, nee, das macht eigentlich nicht vermehrte Harnausscheidung. Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie vielleicht einen der beiden Klassiker einnehmen, wie Jardiance oder Foxiga, dann hätte es sein können. Ich würde einfach mal gucken, dass Sie mal zum Hausarzt gehen und einfach, dass der mal den Urin untersucht, gucken, wie hoch sind die Zuckerwerte tatsächlich, weil der HbA1c-Wert ist nicht immer so aussagefähig, dass man sagen kann, na ja, gut, Sie sind gut eingestellt, haben HbA1c von 7, aber haben vielleicht nach dem Essen starke Anstiege oder der Nachtwert passt nicht. Da muss man gucken, wann muss man häufig zur Toilette, ist es eher nachts oder ist es im Tagesverlauf? Da würde ich einfach noch mal genauer nachgucken. Genau, es gibt ja auch andere Gründe, warum man häufig zur Toilette muss. Ich denke als Kardiologe natürlich auch an der Herzschwäche, obwohl sie jetzt nicht so aussehen. Aber es gibt halt immer verschiedenste Gründe. Deswegen mit dem Hausarzt das besprechen und der muss sie durchchecken. Gut, also ich würde sagen, wir müssen weitermachen. Wir haben auch nachher noch Zeit zum Diskutieren. Frau Wilke, vielen Dank, haben Sie sehr gut gemacht. Herr Badali. Herr Badali, ich denke, Sie starten mit dem Vortrag von der Frau Hönig über das Diabetes-Fußsyndrom. Ja, genau. So, meine Damen und Herren, ich heiße Sie auch herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung im Rahmen des Weltdiabetestages 2022. Das Thema meines Vortrages lautet Diabetisches Fußsyndrom. Was muss ich wissen? Was steht in der Agenda? Worüber werde ich sprechen? Über die Ursachen, Symptome, Therapie des Diabetischen Fußsyndroms im Verlauf abgekürzt mit DFS, wie häufig und das auftritt und soziale und ökonomische Faktoren und wie wir das vorbeugen können, das ist fast die wichtigste Stelle, und Management bei Infektionen, bei Geschwüren am Fuß und über die Wundversorgung werden wir reden. Das sind so einige exemplarische Beispiele über das Diabetische Fußsyndrom. Ups. Oben diese Füße sind die gleichen Füße, hier von oben gesehen und hier von der Spitze. Die vierte Zehe hier ist noch ohne Bearbeitung und nach Wunddebridement, sagen wir, also nach Wundreinigung, sieht das so aus. Sie sehen, dass hier so ein Knochen sichtbar ist. Das sehen Sie hier gar nicht. Nach der Öffnung sehen Sie hier Knochen. Jetzt kommt mal eine Frage an das Publikum. Was denken Sie, was das für ein Fuß ist? Warum sieht dieser Fuß so aus? Kann sich das jemand vorstellen? Wenn nicht, dann verrate ich Ihnen das mal. Das war die Heizung. Der Patient hatte kalte Füße und wollte sich die Füße an der Heizung warm machen. Und dann sehen sie so aus. Warum? Weil der Patient das gar nicht gespürt hat. Auf einmal hat es angefangen, nach Grillen zu riechen. Und so sieht es dann aus. Die nächsten Füße oder der nächste Fuß ist ein Charcot-Fuß. Das ist eine Blickdiagnose. Charcot-Fuß, benannt nach dem Dr. Charcot, das war ein Neurologe, ein Franzose, der das eigentlich bei Syphilis-Patienten entdeckt hat. Die bekommen dann so Neuropathie, also Gefühlsstörung, und kriegen letztendlich solche Füße. Auch bei Diabetespatienten können eben Gefühlsstörungen und andere Dinge, die wir noch gar nicht wissen, zu solchen Füßen führen. Wie sieht denn ein Charcot-Fuß aus? Ein geschwollener Fuß, Fußgewölbe, das ist dieser Fuß von unten, Fußgewölbe nicht mehr vorhanden. Das ist gesund, Fußgewölbe vorhanden, hier Fußgewölbe eingefallen. Also der Fuß ist einfach zusammengefallen und sogar wie ein Wiegefuß sieht das aus. Und am Ende, wenn man das nicht beachtet, entstehen dann hier Druckstellen und Geschwüre. Warum zeige ich Ihnen das? Das ist eine Blickdiagnose und man muss sofort etwas machen. Man muss so einen Fuß sofort entlasten, sonst geht so ein Fuß weiter kaputt. Das bricht zusammen und man kann es dann nicht mehr gescheit richten. So sieht Charcot-Fuß von oben nochmal aus. Also hier normaler Fuß, hier geschwollener Fuß. Das ist nicht einfach Wasser wegen Herzinsuffizienz. So kann es natürlich auch mal bei Thrombose aussehen. Ist aber keine Thrombose. Also Charcot-Fuß. Kann man einfach so sehen. Dieser Fuß und dieser Fuß, das sind die gleichen Füße. Hier von unten, von der Sohle, eine Druckstelle. Und hier eine Druckstelle an der zweiten Zehe. Druckstelle vom Schuh. So, jetzt geht es mal weiter.
Was ist überhaupt ein diabetisches Fußsyndrom? Die Definition lautet, jedwede Läsion am Fuß eines Menschen mit Diabetes mellitus, die zu Komplikationen führen kann. Jedwede Läsion spricht man von diabetischem Fußsyndrom. Wenn die Diagnose auftaucht auf einem Arztbrief, dann muss eine Stadieneinteilung dastehen, zum Beispiel 1a, 2b oder so. Dann wissen Sie, dass sich ein Arzt sich darüber Gedanken gemacht hat und die Wunde sehr gut beschreibt. Wie das genau lautet, brauchen wir jetzt nicht zu besprechen. Warum ist das diabetische Fußsyndrom so wichtig? Es ist daher so wichtig, weil etwa 40-70% aller nicht traumatischen, also ohne Verletzungen, Amputationen der unteren Extremitäten bei Patienten mit Diabetes durchgeführt werden. Und wenn bei jemandem mit Diabetes eine Amputation durchgeführt wurde, das Risiko für eine erneute Amputation an anderer Stelle nach einem Jahr fast 30% beträgt und nach 3 Jahren fast 50%. Also ein Patient mit diabetischem Fußsyndrom ist ein Hochrisikopatient. So ein Fußulkus entsteht natürlich nicht über Nacht, nicht plötzlich, sondern, wie der Dichter Campbell gesagt hat, künftige Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Welche Schatten denn? Viele Schatten. Es ist ein multifaktorielles Geschehen. Jetzt besprechen wir mal diese Schatten, diese Faktoren. Neuropathie, also die Gefühlsstörung, kann eine Ursache sein. Zu 50% ist das so. Gemischt Neuropathie und Durchblutungsstörung, 35%, und Durchblutungsstörung machen ca. 15% aus. Neuropathie gibt es verschiedene Arten. Empfindung gestört, Bewegung gestört, Schweißproduktion gestört. Die Wahrnehmung gestört, Verlust der Wahrnehmung führt zur Wunde. In Indien gab es einen berühmten Indien lebenden Lepra-Spezialisten, den Professor Paul Brandt. Der hat gesagt, Schmerz ist Gottes größtes Geschenk an die Menschheit. Oh Gott, Schmerzgeschenk? Ja, weil die Lepra-Patienten keine Schmerzen mehr spüren, verkümmern ihre Gliedmaßen, die fallen ab. Deswegen hat er das gesagt, weil was du nicht fühlen kannst, das kann dich verletzen. Das stimmt. Und wie kann man denn diese Neuropathie feststellen? Da gibt es verschiedene Instrumente. Die Achillessehnenreflex kann man prüfen, Vibrationsempfindung und noch Temperaturempfindung prüfen. Wenn man zum Beispiel bei diesem Patienten das rechtzeitig erkannt und das gesagt hätte, dass er die Temperatur nicht mehr spürt, hätte es seine Füße an der Heizung nicht verbrannt. Dazu hilft es das. Schmerzlose Läsion, das ist ganz typisch. Diabetisches Fußsyndrom, der Patient spürt seine Füße nicht. Es kann anfangen zu riechen, er sagt, das ist nicht mein Fuß, das gehört mir nicht mehr. Der verabschiedet sich vom Fuß und läuft einfach auf dem Fuß rum, ohne Schmerzen, kein Leidensdruck und entlastet natürlich nicht. Es entstehen natürlich auch durch die verminderte Schweißbildung eine trockene Haut, Einrisse, also so ein schöner roter, heißer, warmer Fuß ist nicht unbedingt gesund. Ne? Die Motorik kann gestört werden, es entstehen Krallenzehen, das ist normal, so werden wir geboren und mit der Zeit entstehen, also so werden wir geboren und so entstehen Krallenzehen und dann laufen die Diabetespatienten mit Fußsyndrom auf den Spitzen der Krallen. Da entstehen dann Scherkräfte. Scherkräfte, Hornhaut reißt ein und es entsteht darunter ein Ulkus. Die Druckverteilung kann man schön messen, die kann man auch bildlich darstellen. Hier sehen Sie schon an Rot an überlastete Stelle, hier noch mehr überlastet, hier bricht schon mal das Fußgewölbe zusammen, da drückt es zu viel, an der Ferse drückt es auch zu viel. Sie sehen hier, die Zehen kann man gar nicht mehr feststellen, die hat er noch, der hat noch Zehen, aber die gucken nach oben. Mit denen tritt er gar nicht mehr auf. Die häufigsten Läsionen, die Wunden, entstehen unterhalb der Großzehe. So, nochmal Charcot-Fuß, das ist eine Wiederholung, das kennen wir schon. Gehen wir mal weiter.
Krallenziehen, Schmiedenbildung, ungeeignetes Schuhwerk. Ungeeignetes Schuhwerk, kommen wir ein bisschen später dazu. Thermische oder chemische Traumatisierung ist auch ganz wichtig. Weitere Risikofaktoren, lange Diabetesdauer. Wer lange Diabetes hat, bekommt auch mehr diabetische Vorsyndrome. Schlechte Blutzuckereinstellung, wichtig. Druckfehlverteilung an der Sohle, deswegen braucht man Sohleneinlagen. Wassereinlagerung, Zustand nach Ulkus, also Risikofaktor, fehlende Mitarbeit, Neuropathie, Fußdeformierung, Bagatelltrauma. Zum Beispiel neue Schuhe gekauft am Wochenende oder für die Hochzeit der Kinder und schön alles angezogen, stundenlang hat man so ruckzuck einen Ulkus. Schuhe müssen wie am Auto, wie ein neues Auto eingefahren werden. So, jetzt kommt nochmal die Frage. Das habe ich eigentlich am Anfang gezeigt. Was ist die Ursache von diesem Fuß und was ist die Ursache von diesem Fuß? Durchblutungsstörung ist hier die Ursache und Neuropathie, also Gefühlsstörung, ist hier die Ursache. Gefühlsstörung, man läuft da drauf rum, Schwelenbildung und irgendwann geht das auf. Und alles, was an der Spitze ist, ist Durchblutungsstörung an der Spitze. Jetzt kommen die Durchblutungsstörungen. Durchblutungsstörung gehört zu den wichtigsten Ursachen. Das kardiovaskuläre Risiko ist bei diesen Patienten ist auch stark erhöht. Also ist ein Hinweis überhaupt auf die kardiovaskuläre Morbidität. Symptome, Claudicatio intermittens, sagen wir dazu, also Schmerzen, Schaufensterkrankheit. Wie stellt man das fest? Pulse prüfen bei unklarem Pulsstatus. Apparative Diagnostik, es gibt den ABI-Wert, da wird Blutdruck gemessen am Arm und am Knöchel und wenn dieser Wert unter 0,9 ist, dann muss man weiter abklären und wenn der Blutdruck am Knöchel überhaupt unter 40 ist, dann heilt keine Wunde am Fuß, heilt nicht. Man muss die Durchblutung erst wieder herstellen. Wenn der Blutdruck unter 50 ist, und die Schmerzen mehr als 2 Wochen anhalten, dann spricht man von einer kritischen Ischämie. Also man muss da unbedingt für Abhilfe schaffen. 5 Eckpfeiler zur Reduktion der Häufigkeit des diabetischen Fußsyndroms. Regelmäßige Inspektion der Füße und des Schuhwerks. Identifikation von Hochrisikopatienten. Schulung von Patienten und Angehörigen. Geeignetes Schuhwerk. Behandlung sonstiger krankhafter Veränderungen. Regelmäßige Inspektion, wie häufig? Je nachdem, in welchem Stadium der Patient ist. Wenn er im Stadium im Risikokategorie 0 ist, hier, keine Polyneuropathie, keine PAVK, einmal im Jahr. Wenn er hier ist, Zustand nach Geschwür oder Zustand nach Amputation, alle 1 bis 2 Monate beim Spezialisten. Geeignetes Schuhwerk kommt gleich. Meinen Sie, das ist geeignetes Schuhwerk für so einen Schuh? Ich glaube nicht. Also so ein Schuh, so ein Fuß passt da nicht rein. Da wird da reingefercht, zusammengedrückt und irgendwann entstehen dann Geschwüre bei diabetischer Neuropathie. Behandlungsstrategien, man muss entlasten. Wie kann man entlasten? Mit Einlagen mit Orthesen, es gibt konfektionierte Orthesen oder auch 2 Schalen Gipsverbände, das ist Vacodiapet oder Aircast. Behandlung sonstiger krankhafter Veränderung heißt Sehnenverlängerung, Knochenrekonstruktion, Druckentlastung. Und dann hat man diesen Professor Brandt nochmal gefragt. Ja, lieber Professor, was ist denn jetzt von diesen 5 das Allerwichtigste? Hat er gesagt, das Einfachste. Inspektion der Füße. Die Füße angucken. Wenn Sie zu einem Doktor gehen und der guckt Ihre Füße nicht an, das ist schlecht. Was soll man denn gucken? Aktuelle Geschwüre, Ulkus, Fehlstellung, Charcot-Deformierung, Schwielen, Erythema, also Rötungen, ne? Schweißbildung, Schwellung, Temperatur und so weiter. Jetzt kommen die 3 Folien, heute eigentlich die wichtigsten Folien, Empfehlungen für Sie.
zur Vorbeugung des diabetischen Fußsyndroms. Mindestens einmal täglich Füße selbst anziehen, auch schwer zugängliche Stellen, ja wie denn unten, mit Spiegel. Spiegel kaufen, Partner gucken lassen, öfter bei Belastungen nach Wanderungen immer gucken, Füße täglich waschen, nur milde pH-neutrale Seifen verwenden, nicht bei offenen Füßen, das hat man früher gemacht, Fußbäder mit Wunden, heute out, nicht mehr machen, keine Fußbäder, Temperatur messen, wie ein Kind baden, ja? Sie müssen mit Thermometer gucken, sonst verbrennt man die Füße, trocknen sanft auch Zwischenräume, keinen Föhn benutzen, hat man auch früher gerne gemacht, keine Wärmeflasche. Warum? Kann man sich verbrennen. Zweite Folie, trockene Haut eincremen, damit es nicht einreißt. Feuchtigkeitsspendende Creme, Schäume und harnstoffhaltige Creme bei Hornhaut. Nägel nicht schneiden, sondern feilen. Bei besonderen Problemen medizinische Fußbehandlung, Podologie in Anspruch nehmen. Strümpfe, immer Strümpfe tragen. Keine schwarze Strümpfe, sondern weiße, damit man auch irgendwelche Sekrete, Wunden auch sieht, bemerkt, Faltenbildung vermeiden, nie barfuß laufen, immer Hausschuhe und auch am Strand kann man sich verbrennen. Wir hatten mal einen Patienten, der hat so eine Kreuzfahrt gemacht mit dem Schiff, der hat Polyneuropathie gehabt, ist der natürlich macho-artig auf dem Deck rumgelaufen, auf Holzdeck, die Frau schön brav außen rum, er direkt drauf, hat er sich auch die Füße verbrannt, Hubschrauber in die Klinik, Verletzungsgefahr. Letzte Folie, die Empfehlung, bei Fehlbelastungen entlastende Einlagen, nicht nur und Schuhe auch, nicht nur sonntags tragen, mindestens ein paar Hausschuhe und Straßenschuhe, Verschleiß beachten. Was ist denn ein geeigneter Schuh? Genügend Raum für Zehen in Länge und Höhe, ausreichende Breite, vermeiden von drückenden Nähten, weiches Material, keine auf den Fuß einwirkende Vorderkappe, bei Metallarbeitern zum Beispiel, und herausnehmbare, konfektionierte Polstersohle. Es gibt Spezialisten, die tun die Einlagen, die man den Leuten verordnet, auf die Schuheinlagen drauf, als zweite Einlage. Das geht natürlich nicht. Infektionen, falls die auftreten, immer schön behandeln lassen. Behandlungsprinzipien. Wunddebridement heißt Wundsäuberung. Es gibt verschiedene Arten. Man nimmt, entweder macht man das mechanisch oder auch chirurgisch mit Skalpell oder mit scharfem Löffel oder auch mit Chemikalien gibt es auch oder auch biologisch mit Maden. Geht auch. Vollständige Druckentlastung, das ist das A und O, Infektionsbehandlung und wundstadienberechte Wundbehandlung. Und, falls nötig, Durchblutung verbessern. Wundauflagen. Grundsatz, feucht auf feucht, trocken auf trocken. Trockene Wunden trocken lassen, feuchte Wunden müssen feucht gehalten werden, damit sie auch heilen. Letztes Dia, out, also nicht mehr machen, nicht mehr empfohlen, Fußbäder. Lokale Antibiotika drauf, nicht machen, langfristige Desinfektion auch nicht machen, austrocknen, mit dem Föhn schon gar nicht, nicht machen und rasche Amputation bitte auch nicht, vor jeder Amputation unbedingt diabetologisches Fachkonzil einholen. Vielen Dank, für Fragen stehe ich zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Herr Badali, sehr interessant. Gibt es Fragen hier aus dem Publikum? Wie kann man die Durchblutung am Fuß verbessern? Das war die Frage. Genau. Also erstmal feststellen, ob die vorliegt. Wenn die vorliegt, nennen wir das PAVK. Also erstmal die Pulse, nicht mehr tastbar. Dann diesen ABE-Index prüfen, der ist auffällig. Dann schickt man den Patienten zur Gefäßchirurgie, die machen noch weitere operative Abklärung. Und dann kann man es gibt zwei Möglichkeiten. Ein Gefäß ist verengt oder zu. Man kann das wie am Herzen aufweiten oder man macht einen Bypass. Man bringt da wieder Blut dahin. Dann heilt es am Fuß ab. Aber die Frage war, glaube ich, auch so ein bisschen, was kann man selber dafür tun,
das ist schwierig. Ne? Also ich glaube, das Wichtigste, und das wissen Sie als Diabetespatient, dass man wirklich von vornherein auf Komplikationen achtet. Und eine Durchblutungsstörung ist eine Komplikation. Das heißt, wenn ich jetzt beim Laufen merke, ich habe da Schmerzen im Bein, dann muss ich dann denken, das könnte der Diabetes theoretisch sein. Und da muss man mit seinem Hausarzt oder seinem Diabetologen sprechen, was als nächster Schritt notwendig ist. Ne? Aber selber zu verbessern, ich glaube, das ist schwierig. Ne? Ja, bitteschön. Können Sie das bitte nochmal erklären? Dieser dicke Fuß, diese Bilder, die Sie da haben. Ja, der Charcot-Fuß. Wie entstehen die? Das ist doch irgendwie Wasser. Ja, also tolle Frage. Tolle Frage. Ich zeige Ihnen. Also gut, das ist ein geschwollener Fuß. Ja, genau. Meistens rot und überwärmt. Es ist natürlich auch eine Wassereinlagerung, aber nicht wegen Herzschwäche, sonst wäre es ja beidseits. Also es gibt verschiedene Hypothesen. Wir wissen noch nicht genau, wie so ein Charcot-Fuß entsteht. Es gibt zwei Hypothesen. Einmal die neuropathische Hypothese, dass durch die geführte Gefühlsempfindung der Fuß falsch belastet wird. Ja? Sie spüren die Belastung nicht mehr so gut und man überlastet den Fuß. Dann bricht so ein Fuß zusammen und entzündet sich. Und durch diese Entzündung schwillt es an. Es bricht also so langsam zusammen. Es wird überlastet. Und dann gibt es die zweite Hypothese. Es gibt noch andere. Neuropathisch-traumatische Hypothese. Also immer kleine Mikroverletzungen, die inadäquat sind, unangemessen sind für so einen grazilen Fuß. Die Heilung entsteht durch die sofortige Entlastung. Man darf darauf nicht mehr rumlaufen. Ich komme dann immer mit Omas Erbporzellangeschirr, ja, die jetzt mal 10 Millionen wert ist. Jetzt sage ich dann, also ich gehe jetzt raus, und Sie dürfen jetzt Ihren Fuß nicht belasten, damit es auch heilt, ja? Okay, Doktor ist weg, ich laufe da einfach drauf rum. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie stellen auf den Boden jetzt Omas Porzellangeschirr, das Ding ist ja 10 Millionen wert. Was passiert, wenn Sie da einmal drauf treten? Kaputt. 10 Millionen futsch. Wenn Sie das mit Ihrem Fuß machen, ist er auch futsch. Und zwar jedes Mal. Gut, vielleicht auch nochmal ein Kommentar von meiner Seite. Was ich gerade auch so ein bisschen bei dem Vortrag rausgehört habe, das eine ist, was kann der Patient machen, der noch ganz früh im Stadium ist? Ne? Und da haben wir gerade gute Tipps bekommen. Anschauen und gewisse Spielregeln beachten, das sollte, glaube ich, auch jeder Patient machen. Jeder Patient muss sich mit seiner Krankheit beschäftigen und Diabetiker umso mehr und muss wirklich diese Spielregeln beachten. Das ist die ganz frühe Seite. Und wenn man dann aber dann doch weiter vorangeschritten ist und hat so einen Fuß, so einen Charcot-Fuß, da können Sie als Patient nicht viel machen, primär mal nicht viel machen, da kann auch der Hausarzt nicht viel machen. Da braucht man dann Spezialisten. Da muss man überlegen, ob der Patient auch mal in die Klinik muss. Weil für so einen Charcot-Fuß, wenn der schon sehr weit vorangeschritten ist und hat auch offene Stellen vielleicht, dann braucht man einen Diabetologen, einen Internisten, einen Angiologen, also einen Gefäßspezialisten, einen Gefäßchirurgen und vielleicht auch noch einen Chirurgen. Und sowas geht dann nur in der Klinik. Genau, also so ein Fuß ist auch warm. Der darf wieder erst dann belastet werden, wenn der Temperaturunterschied kleiner als 0,5 Grad ist. Der Fuß wird ständig gemessen. So lange entlastet, bis es soweit ist. Gut, haben wir noch Fragen hier? Ja? Kann man denn sportlich auch dagegen angehen, wenn man eine Diabetes hat, wie jetzt gesagt wurde von mir, mit dem dicken Fuß? Wie kann ich mich da am besten mit bewegen, damit auch mit keinen Medikamenten da klarkomme? Bewegung, regelmäßige Bewegung, also Gehübungen, das fördert ja auch die Durchblutung. Ne? Also Gefäßneubildungen, Umgehungskreisläufe und so weiter. Also Laufen. Also das ist ja auch gerade beim Diabetes wirklich erwiesen. Ne? Wenn Sie viel Sport machen, wenn Sie sich viel bewegen, können Sie Ihren Zucker besser einstellen und die Komplikationen verhindern. Das ist natürlich, wenn man immer so einen Fuß hat, ist das schwierig. Aber in einem Anfangsstadium ganz, ganz wichtig. Ne?
Gut, ich glaube, wir machen weiter im Programm. Herr Badali, Sie bleiben stehen und Sie erzählen uns, was es Neues gibt in diesem Jahr über den Diabetes und über die Behandlung. So, nächster Vortrag, Neuigkeiten 2022. Genauso werden wir jetzt mal gucken. Das ist der Professor Del Prato, der Präsident der Europäischen Diabetesgesellschaft. Denn ich habe Ihnen die ganz neuesten Infos vom Europäischen Diabetes, von der Europäischen Diabetes, oder andersrum, vom Europäischen Diabeteskongress mitgebracht. Ja? So hat er geschaut nach Neuigkeiten. Zuerst mal, worüber werde ich überhaupt reden? Über das aktuelle Positionspapier in Europa und USA für die Therapie von Typ-2-Diabetes, über die nationale Versorgungsleitlinie in Deutschland, neue Medikamente und neue Indikationen. Aber ganz zuerst, auch auf dem Europäischen Diabeteskongress, frühzeitige Diabetestherapie überhaupt. Das ist das Wichtigste. Wenn man zu spät kommt, dann kommt man zu spät. Das ist die Leitlinie, die europäische Leitlinie 2019. Das habe ich noch mitgebracht. Das sehen Sie oben noch, Metformin. Das sehen Sie jetzt in der neuesten, 2022, das ist jetzt vor ein paar Wochen jetzt erst publiziert worden auf dem Kongress. Da sehen Sie jetzt kein Metformin mehr. Wir haben jetzt Leitlinie mit drei Kästen. Einmal dieser Kasten hier, einmal dieser Kasten und einmal dieser Kasten. Dieser große Kasten, da geht es jetzt über die Therapieentscheidung, welche Patienten, welche Begleitkomplikationen oder Erkrankungen hat der Patient? Das ist die erste Frage. Hat der Patient kardiovaskuläre Erkrankungen, Herzinsuffizienz oder Nierenkrankheit? Dann bleiben wir in diesem Kasten und behandeln da. Wenn nicht, hat der Patient eine... Sie sehen, ich habe noch nicht über die Diabetes-Einstellung gesprochen, ob der schlechten oder guten Zucker hat. Es geht nur um Begleiterkrankungen. Es interessiert erstmal gar nicht, ob der Zucker gut oder schlecht ist. Und dann kommt der zweite Kasten, ob der Zucker gut oder schlecht eingestellt ist. Und dann kommt der dritte Kasten, ob wir Gewicht beibehalten wollen oder Gewicht abnehmen wollen durch die Therapie. So, bleiben wir erstmal im ersten Kasten. Oder erstmal die nationale Versorgungsleitlinie, da hat sich nichts verändert, deswegen werde ich das jetzt auch nicht mehr weiter erläutern. Das ist wie letztes Jahr. Erstleitlinientherapie ist Metformin. Das bleibt trotzdem. Das müssen wir jetzt mal grundlegend abhandeln. Bei kleiner als 30 EGFR, das ist die Nierenfiltrationsleistung, kontraindiziert, also nicht ansetzen. Unter 45 die Dosis reduzieren, halbieren und über 45 volle Dosis, 1000 Milligramm morgens und abends. So, jetzt handeln wir mal den ersten Kasten ab. Wir gucken nicht, wie der Zucker eingestellt ist. Wenn wir jetzt einen Diabetespatienten haben, dann gucken wir erstmal, hat der Patient Begleiterkrankungen. Und zwar kardiovaskuläre Erkrankung, sprich Verengung der Herzkranzgefäße, hat er mal einen Herzinfarkt gehabt oder Schlaganfall oder auch Durchblutungsstörungen an den Füßen oder hat er Herzinsuffizienz oder chronische Nierenerkrankung. So, jetzt kommt erstmal das linke. Der Patient hat angenommen kardiovaskuläre Erkrankungen oder auch PAVK. Dann wird empfohlen, dass der Patient GLP-1-Rezeptor-Agonisten oder SGLT2-Hämmer bekommt. Vorzugsweise auch in dieser Reihenfolge. Zum Beispiel Trulicity oder Ozempic. Gleich mal vorweg, es gibt derzeit eine Knappheit dieser Medikamente. Die Firmen kommen einfach nicht nach mit der Produktion. Das zweite, hat der Patient Herzinsuffizienz oder eine chronische Nierenerkrankung, sind diese unten genannten Medikamente angezeigt. Es gilt die zwei Hämmer, Dapagliflozin oder Empagliflozin, heißt in der Apotheke Foxiga oder Jardiance. Und jetzt nicht mehr ganz neu, aber letztes Jahr neu,
Dieses Trulicity gibt es jetzt in 3 Milligramm und 4,5 Milligramm, früher 1,5 Milligramm. Ozempic, auch einmal pro Woche, Start mit 0,25, falls verträglich, langsam erhöhen bis 1,0 Milligramm pro Woche. Was wirkt denn besser? Ozempic wirkt besser, also ist stärker als Dulaglutid, als Trulicity. War es das dann? Nein. Die gucken jetzt noch nach weiteren. Gibt es noch besser? Jawohl, es gibt noch besser. In Amerika gibt es schon, in Deutschland leider noch nicht. Das ist das Mounjaro Tirzepatide. Das ist ein dualer, also ein Twinkretin, ein dualer GIP und GLP-1-Rezeptoragonist. Also ein bisschen mehr als Ozempic und Trulicity. Das ist das jemals gesehene, also stärkste Inkretin-Hormon. Und der gute Mann hier, der Matthias Schüpp, der hat das entdeckt und patentiert schon 2015. Der hat das auch selber vorgestellt, der hat einen Preis dafür bekommen. Jetzt auf dem Kongress, da hatte das nochmal, in Amerika ist das auch schon zugelassen für Diabetes. Also das stärkste Diabetes-Medikament außer Insulin. So, jetzt kommen wir zu neuen, das behandeln wir jetzt mal ab. Jetzt kommen wir zu neuen Indikationen für alte Medikamente. Und zwar für Forxiga und Jardiance. Es gilt T2-Hemmer. Wie wirken es gilt T2-Hemmer? Ich lasse das mal ablaufen. Wenn Zucker durch die Niere läuft, dann wird er normalerweise wieder zurückgenommen. Wenn das aber nicht zurückgenommen werden kann, weil man diese Tabletten einnimmt, dann wird mit dem Urin 70 Gramm Glucose jeden Tag ausgeschieden. Mal 4 Kilokalorien, das sind etwa 300 Kilokalorien, die man praktisch auspinkelt. Ein Diabetes-Medikament, solange die Niere funktioniert. Wenn die Niere nicht mehr funktioniert, dann wirkt das auch nicht mehr als Diabetes-Medikament. Kann aber als Herzinsuffizienzmedikament trotzdem noch weiter eingenommen werden. Das ist die neue Indikation. Dapagliflozin und Empagliflozin bei Diabetespatienten und bei Patienten mit oder ohne Diabetes, bei Herzinsuffizienzpatienten mit sehr guter Wirkung, wo auch nachgezeigt wurde, dass die Patienten damit länger leben und die Nieren sogar geschützt werden. Also nochmal Zusammenfassung für Empagliflozin, für Jardiance, egal ob Diabetes vorliegt oder nicht, Risikoreduktion von 30% für das erste Auftreten und eine Verschlechterung von Herzinsuffizienz. Und für Forxiga, Dapagliflozin, auch mit oder ohne Diabetes, auch nierenschützend und die Sterblichkeit wird gesenkt und die Patienten leben länger. Jetzt halten wir nochmal Ausschau nach Neuigkeiten. Jawohl, da kommt wieder was Neues. Und zwar Kerendia. Kerendia können Sie rauslaufen und in der Apotheke kaufen. Seit April jetzt. Das ist Finerenone. Das ist ein nonsteroidaler Mineralocorticoid-Rezeptorantagonist. Das ist ein Verwandter von dem Spironolacton. Vielleicht sagt das jemandem was, von Aldactone. Das ist ein Blutdruckmedikament, Herzinsuffizienzmedikament, Lebermedikament und so weiter. Das gibt man jetzt auch Diabetespatienten zum Schutz der Niere. Die Nieren werden dadurch geschützt, nachgewiesenermaßen. Da gibt es zwei Studien, auch bezüglich der Herzverbesserung, also Schutz der Niere und des Herzens. Kerendia bei Patienten, das habe ich gerade erzählt. Nochmal, das letzte, Inkretine bei Adipositas. Hat jetzt nicht direkt mit Diabetes was zu tun, aber ein Vorläufer von Diabetes. Saxenda bei Adipositas in Deutschland zugelassen, gibt es, können Sie kaufen. Wegovy, Semaglutid, gibt es leider noch nicht in Deutschland. Mounjaro, Tirzepatide. Gibt es in Amerika, in Deutschland noch nicht. Jetzt nochmal weiter, das ist das letzte jetzt. Lange wurde besprochen, kann man denn
Diabetes rückgängig machen? Typ 2 Diabetes? Ja, also es wurde jetzt beschlossen auf dem letzten Kongress, man kann es. Zum Beispiel nach Gewichtsabnahme. Es kann natürlich wiederkommen, wenn man wieder dicker wird. Man kann es rückgängig machen. Zusammenfassung, jetzt ist Schluss. GLP-1-Rezeptoragonisten und GLT-2-Hämmer leitliniengerecht frühzeitig einsetzen. Für die Behandlung der Zuckereinstellung und Behandlung der Herzinsuffizienz und der chronischen Nierenerkrankung Albuminurie bestimmen. Warum Albuminurie bestimmen? Wenn jemand Albumin ausscheidet vermehrt, dann hat er ein 50-fach erhöhtes Herzinfarktrisiko im Vergleich zu einem Patienten, der das nicht hat. Was kann man machen? Blutdruck einstellen. Es gibt spezielle Medikamente dazu. Langwirksame GLP-1-Rezeptoragonisten sind allen bisher zugelassenen antidiabetischen Medikamenten bezüglich Stoffwechselkontrolle überlegen. Dosis erhöhen macht bessere Zuckereinstellung. Die Potenz, also die Stärke, funktioniert so. Ozempic ist stärker als Trulicity. Trulicity ist stärker als Victoza. Und das Neue, was wir leider noch nicht haben, kommt aber, das Mounjaro ist das Allerstärkste. Vielen Dank. Fragen? Ja, vielen Dank, Herr Badali. Ein kurzes Statement noch von meiner Seite. Diese ganzen Abkürzungen und diese ganzen neuen Medikamente und. Ich als Arzt kann es mir auch nicht merken. Also Sie müssen jetzt nicht einen Schrecken bekommen, wenn Sie als Diabetologe das nicht alles nachvollziehen können. Das können die Diabetologen. Die sind in der Materie drin, die beschäftigen sich jeden Tag damit. Für sie ist wichtig, hier und auch im Chat oder auch zu Hause, dass man weiß, es geht weiter. Es gibt immer neue Medikamente, es gibt immer bessere Medikamente. Und dass man dann immer mal wieder zu seinem Diabetologen geht und mit dem bespricht, was vielleicht jetzt als nächstes indiziert. Also keinen Schrecken bekommen. Eine Gut. Frage noch. Ja. Also in die Frage war, ob Diabetes erblich ist, ja. Ob man das vererben kann, Herr Badali. Ja, also das ist richtig. Man kann Diabetes vererbt bekommen. Und meistens denken die Leute gerade das Falsche. Typ 2 ist stark erblich. Typ 2. Wenn beide Elternteile Typ 2 haben, Mama und Papa, hat ein Kind 50-prozentiges Risiko für Typ 2 Diabetes. So viel. Typ 1 nicht so stark. Was man aber dazu wissen muss, das ist, es wird von einer Generation dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf die nächste Generation weitergegeben. Aber es ist nicht so, dass ich einen Gentest machen kann und so sagen kann, ich habe da ein Gen, was irgendwie krankhaft ist und deswegen bekomme ich Diabetes. Ne? Das sind mehrere Gene, die da zusammenspielen. Ne? Was kann man denn tun, wenn jetzt plötzlich Papa und Mama Diabetes haben? Auf keinen Fall dick werden. Regelmäßige Bewegung, also das heißt nicht, dass man es unbedingt jetzt bekommt. Weitere Fragen? Ich habe hier so viele Tabletten gehört, aber Vermesi habe ich gar nicht gehört. Ja, weil das so ein älteres Modell ist, deswegen haben sie es nicht gehört. Das nimmt man natürlich immer noch. Ich habe ja über die Neuigkeiten gesprochen, deswegen. Ne? Also das ist ein älteres Medikament, auch ein gutes Medikament, können Sie ruhig nehmen. Ja, das gilt ja sowieso in der Medizin, wenn man mit einem Medikament auf ein Medikament eingestellt wird und man kommt damit gut zurecht, man hat keine Nebenwirkungen und der Facharzt ist zufrieden mit der Wirkung, dann sollte man auch bei dem Medikament bleiben. Und auf die neuen Medikamente geht man dann, wenn es Probleme gibt. Wir haben über diese Adipositas-Medikamente gesprochen. Ja. Wie wirken die? Ja, eine ganz tolle Geschichte. Also Inkretine wirken auf verschiedene Weise. Die wirken erstmal im Kopf. Ja, die werden appetitzügelnd. Die sagen dann, du bist satt, brauchst nicht mehr essen. Ja? Das ist die eine Wirkung. Zweite Wirkung ist auf die Magenentleerung. Der Magenausgang wird zugemacht. Der Magen wird dann schneller voll, man wird dann schneller satt. Und dann hat es noch auf Wirkung auf Pankreas, also Insulinausschüttung und so weiter. Aber das sind die Hauptfaktoren zum Abnehmen. Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass es da, geht vielleicht auch gerade erst los, wirklich Medikamente gibt, die dazu führen, dass man dünner wird, dass man wirklich das Gewicht verliert. Ne? Das sind Medikamente, das geht gerade los, das wird immer mehr. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir haben ja hier so ein großes Zentrum für sehr kräftige Menschen, so ein Adipositas-Zentrum. Kann man ja auch, wenn es dann ganz, ganz schlimm ist, so eine Bypass-Operation, Magen-Bypass-Operation machen oder so einen Schlauchmagen machen und
ich habe da ein paar Patienten gesehen, die hatten vorher einen Diabetes und danach hatten sie keinen Diabetes mehr. Der war weg dann. Ne? Ja, die Frage war, Herr Badali, ja, wie sieht es aus mit unseren neuen Medikamenten im Straßenverkehr? Mit den neuen Medikamenten keine Bedenken, keinerlei Bedenken. Mit Insulin sieht es schon anders aus. Ne? Also mit den neuen Medikamenten überhaupt kein Bedenken. Mit Insulineinstellung, jeder Patient, der neu mit Insulin eingestellt wird, der kann schon mal bis zur richtigen Einstellung kein Auto fahren, bis es stabil ist, bis er kein Unterzuckerrisiko mehr hat. Ja, das ist halt die Gefahr. Der Unterzucker ist die Gefahr. Nicht der hohe Zucker, sondern der Unterzucker. Und im Unterzucker wird das Autofahren dann sehr, sehr gefährlich. Ne? Und diese neuen Medikamente, die haben diese Hypogefahr nicht. Gut, alles klar. Dann sind wir für heute durch. Wir sind ganz gut in der Zeit geblieben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich lade Sie wieder ein. Wir machen nächstes Jahr wieder eine Veranstaltung, bin mir ganz sicher. Ich lade auch die Selbsthilfegruppen ein. Vielleicht sollten wir das auch noch mal vorher besser verkünden in den Selbsthilfegruppen, damit noch mehr Leute entweder hier vor Ort dran teilnehmen oder halt bei uns im Internetchat.